Hallöchen und willkommen zurück hier bei euren Rob auf Katalyst LE gegen den Zufall, gegen die Nitrex und ich als Zerg nach einem langen Urlaub, eine Woche nicht gespielt. Ich ahne Schlimmes, yo YouTube. Wir müssen natürlich klein schreiben, das wäre natürlich cool, wenn ich das gleiche kriegen würde, sehr gut. Hat nur Stunden gedauert und geht gleich scouten. Rasse würde mir bestimmt nicht verraten, also Scout ist alles. So, der Oberlord, der fliegt natürlich hier an diese wunderschöne Kuppel. Der zweite Oberlord fliegt natürlich dorthin. Es könnte natürlich alles kommen bei Random. Das heißt, wir gehen mal in den frühen Pool. Auf dem frühen Pool. Ich könnte mir vorstellen, das Zerg. So, aber das sehen wir sofort. So, Pool dazu. Ihr drei rein. Okay, ist Terraner. Was kommt bei Terraner? Ich sehe es noch nicht. Wir fahren einfach mal ein bisschen rum. Das heißt, wir können dann eigentlich Bellingbus bauen. Ein Gas, zwei Gas. Das sieht aus wie Aliens. Das sieht aus wie Aliens. Den könnte ich bekommen. Den könnte ich bekommen. Den könnte ich bekommen. Komme ich nicht. Wir fahren zurück. Wir müssen die Echse unbedingt nehmen. Zu viel rumgespielt. Pool ist durch. Das heißt, wir können dann gleich mal ein paar Linge starten, theoretisch. Aber wir warten noch. Zum Reaper abwehren. Brauchen wir mal zwei Linge. Und dann spare ich jetzt auf die Queen. So, bist du langsam da? Du kannst dann hier mit ran. So, Queen andrücken. Als nächstes den Baning Nest bauen. Und so Scoutlinge vorschicken. Immer drohen noch ein bisschen. Ne, können wir nicht mehr. Denn die Echse kommt zu spät. Wir müssen erstmal einen Oberlord bauen. Hier könnte er lang kommen. Da kommt da ein Oberlord hin. Okay, da kommt der Reaper. Reaper kommt, kann er ruhig machen. Ich habe zwei Linge, ist okay. Ohne Queen dazu. Und baue noch ein paar Linge mehr. Ja, da könnte er theoretisch nichts bekommen. Bis auf den einen Link, das ist okay. Jetzt haben wir auch schon mittlerweile Speed. Nehmen noch eine Queen. Bauen noch ein paar Linge mehr. Und gucken wir einfach mit den Linge vor. So, mehr Linge, mehr Linge, mehr Linge, mehr Linge, mehr Overlords. Den Jax nicht vergessen. Hier noch eine Queen nehmen. Es könnten Helions kommen. Selbst Helions können wir geregelt bekommen. So, bitte nicht so viel, bitte nicht so viel. Es darf nicht so viel stehen. Er hat geäxt, sehr gut. Ja, ich habe Double Queen, das ist alles schick. Auf die Worker. Schön die Bürger wegmetzeln. Tja, er hat halt nicht gescoutet. GG. Oder halt schlecht gescoutet. Nimmt halt die Echse, muss man halt bestrafen. Ne? Wenn man exst, muss man bestrafen. Vor allem Terraner. Weil die mag ich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Bis dahin. Tschüss, euer Rob.
Und das ist immer schon Endcard. Wie immer, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen mit bei uns einschaltet. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer unten links kostenlos gerne abonnieren. Oben rechts unser Starcraft-Projekt, unten rechts eines von anderen Projekte. Bis dahin, tschüss, euer Rock.